Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von mir, The Fire is Normal P. Und ich begrüße euch recht herzlich zu Uncharted Drake Schicksal Teil 1 auf der PS4. Ja. Und wir sind jetzt in Part 16. Das muss jetzt Part 16 sein. Und wir sind beim Kapitel in den Untergrund angelangt. Und haben in dem Kloster die Geheimtür gefunden, müssen jetzt nur das Geheimlager finden. Und deswegen starte ich eigentlich schon hier im Hauptmenü. Weil ich weiß nicht, ob jetzt schon direkt irgendwie irgendwas kommt. Genau, wo der mich hinsetzt und so. Und deswegen fange ich jetzt einfach jetzt schon an. Weiter geht's. Okay, Land der Toten. Ich komme. Wozu kann man hier rauf? Ein Schatz. Direkt mal ein Schatz gefunden. Goldenes Inka-Gefäß. Nettes Ding. Na gut, haben wir gut hingekriegt, einigermaßen. Komm doch her. Ah, der hat nur eine SAS. Und die Waffe will ich gar nicht. Machen wir mal das Tor auf. Ich sehe Wachen. Jetzt kommen sie alle raus, ne? Zeit zu spielen. 20 Eliminierung mit der Desert Eagle. Oh, wie fühlt sich das an? Kommen die jetzt von hinten? Nein, die kommen nicht von hinten. In Ordnung, es geht los. Da drüben! Ah!
Moment, da war doch was. Da war doch was. Zwei Glocken in vollkommenem Einklang. So, wo ist jetzt noch... Achso. Ja, super. Ja, das war ja jetzt nicht so schwer. Gehen wir mal weiter. Alles, was wir wissen müssen, steht genau hier. Ist ein Kinderspiel. Wie zum Teufel will er die Statue überhaupt hier rausbekommen? Das ist auch eine gute Frage, an die noch keiner gedacht hat. What the fuck? Diesmal hast du kein Glück. Fuck. Fast Ray. Die Typen sind überall. Ja, das kann man wohl so sagen. Was wollen die eigentlich von mir? Das tat bestimmt weh. Das ist bestimmt wahr. Da ist er! Gehen wir hier weiter hoch. Das ist vollkommen inakzeptabel. Was erwarten Sie von mir, Roman? Meine Leute sterben wie die Fliegen. Ich kann nur schwer glauben, dass ein Mann ihre ganze Besatzung auslöscht. Oh, es ist nicht nur Drake! Verdammt! Ich sage Ihnen, diese Insel ist verflucht! Genug! Nehmen Sie Ihr Piratenpack und gehen Sie. Nein, Sie werden mich nicht los. Sie schulden mir meinen Anteil! Ihr Anteil, Eddie, hing davon ab, dass Sie meine Befehle befolgen. Sie sagten, Drake sei gefangen und die Insel sicher. Oh, das ist Blödsinn, Roman. Und das wissen Sie! Wir sind fertig, Mr. Roger. Taikamu! Mattia Dallo! Sialan! Warum haben Sie nochmal diesen abergläubischen Trottel angeheuert? Sie wollten jemand Billiges. Tja, man kriegt, was man bezahlt, nicht wahr? Und was ist mit dir, Navarro? Bist du das Geld wert, was ich zahle? Das Lager ist hier. Ich bin sicher. Wenn Sullivan die Wahrheit sagt... Was er nie tut. Aber er weiß, dass wir ihn töten, wenn er lügt. Blödsinn. Er weiß, dass wir ihn töten, wenn wir den Schatz finden. Also warum sollte er die Wahrheit sagen? Wirklich, Navarro. Dein Verstand scheint noch in dem Slum zu sein, aus dem du gekrochen bist. Ich brauche nur etwas Zeit. Die Jagd nach deinem Schatz erweist sich als schwieriger, als er wert sein dürfte. Ich sage Ihnen doch, Eldorado ist mehr wert, als Sie sich jemals vorstellen können. Das will ich hoffen. Okay, Eddie hat wohl nicht so Glück. Nicht so viel Glück.
Kann es sein, dass wir von hier gekommen sind? Das kann sehr gut sein, oder? Wir sind von hier gekommen, ne? War schon richtig so. War schon richtig so der Weg. Kapitel 15, dem Schatz auf der Spur. Nee. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen krasser schwingen. Das war jetzt nicht so krass. Los geht's. Ich treffe nicht mehr. Ja, Sully, ich drehe mich hier im Kreis. Die Kleine und ich haben hier unten ein bisschen gelesen. Offenbar gibt es oben in der Kirche eine Art geheime Empore. Kannst du da hin? Glaub schon, ja. In Ordnung, gib uns Bescheid, wenn du etwas findest. Ich glaube einfach, ich gehe einfach mal oben lang. Yeah.